Hallo meine Freunde, willkommen zurück zu No Man's Sky Beyond Update. Wir sind nach wie vor auf der komischen Raumstation da. Ich habe mich da ein bisschen umgeschaut, dass ich nicht ganz planlos rumrenne. Cool. Also prinzipiell, schaut sowas. Wir brauchen so einen Nanithaufen. Ich jetzt gerade nicht weiß, wo ich die herkriege. Aber das macht jetzt nichts. Also ja. Wir sind vorher da drüben gewesen. Das sind eben die normalen Auftragsmaxeln und Handelsplatz. Da herüben geht es gleich weiter. Der verkauft Upgrades fürs Multiwerkzeug. Für einen Nanithaufen. Das gibt es Waffen direkt. Die hätte theoretisch ein bisschen mehr Reichweite. Aber ich weiß leider noch nicht genau. Das lasse ich mal. Aber da hätte ich sogar Units dafür. Aber das Problem ist, ich weiß jetzt nicht genau, wie viel das wirklich. Hoppla. Wie viel es wirklich bringt, das ist minimal besser und ich warte, bis ich da mehr Kohle habe. Das ist alles weg, was ich habe. Der macht Raumschiff-Upgrades für Nanithaufen. Diese bessere Impulse, eine höher, bessere Manövrierfähigkeit, höher, bla bla bla. Ja. Verkaufen kann man nichts. Aber ich muss mal schauen, wo ich die Haufen herkriege. Dann ist hier der Typ verkauft Autos. Wollen wir jetzt nicht weiter anschauen. Sehen wir. Der verkauft Anzug-Upgrades. Also Forschung, so Module. Und da, was ich wollen habe, sind Anzug-Upgrades zu kaufen. Für normales Kohle. Hier zum Beispiel ein zusätzlicher Platz. Werden wir kaufen. Und da Platz kaufen. Das Ding ist halt das. Da geht nur einer. Aber einer ist besser als keiner. Mein Inventar ist jetzt eh halb geleert von mir. Da wollen wir Sauerstoff für die Lebenshaltungstanks, um das zu installieren. Was machen wir jetzt dann? Sauerstoff besorgen. Aber jetzt gehen wir mal zurück zu. Da ist ja kein so ein Teleporter, glaube ich. Zu unserem Planeten. Die Frage ist: Fliegen wir? Oder Portman. Und theoretisch ja fliegen, ja. Schauen wir mal. Fliegen wir mal. Jetzt hast du halt immer die Frage, wo findet man jetzt wirklich zu unserem Planeten zurück? Ah, da fliegt er dagegen. Was mache ich? Dahin fliege ich hin. Ja, genau. Ich will aber zuerst was anderes nicht probieren, weil manche Ressourcen sind irrsinnig teuer zu verkaufen, habe ich gesehen. Und ich weiß, dass das da geht. Platin. Goldklumpen. Zwei Dreck, oder? Das sind wir auf meinen Anzug übertragen, ja. Ich hätte nämlich schon gern. Ja. Auch einen Anzug. Ich hätte nämlich schon gern noch ein bisschen rumballern. Das ist ja eigentlich voll easy, da jetzt was zu bringen. Rechts mit rechts geht, kann man so nicht aufkommen.
Machen wir das Inventar nochmal voll. Ja, genau. Und da steht, kann man ja besser nochmal ein bisschen rumballern. Nehmen wir irgendwelche in der Nähe. Cool. Manche platzen nicht gleich, sondern sind wirklich zum Metallabbau gedacht. Okay. Das ist so geil, wirklich. Also in VR, was das Ding ja kann, das Spiel, wäre das jetzt natürlich absolut cool. Ah, wo? Selbst eine Woche stimmt nicht. Weil eigentlich bewege ich mich mit 0, aber gut. Null gesagt in der Woche nicht getan, aber gut. Jetzt fliegen wir nach Hause. Wenn auch Stücke noch so. Irgendwie ist das ja geil. Aber jetzt haben wir weiter, komm. 3, 2, 1, tschüss. Silber ist viel wert, da werde ich mir noch was abbauen, ein bisschen Silber verkaufen. Gold eventuell auch. So, sind wir schon da? Wo? Ja. Was passiert eigentlich, wenn ich mein Schiff kaputt mache? Andere Frage, kann ich es kaputt machen? Schatz, bin daheim. So, jetzt machen wir die nächste Mission weiter. Atom sammeln. Das Diffus irgendwas Ding brauche ich auch. Soll ich vorher irgendwas braucht und dann habe ich es aber schon verkauft gehabt.
ich denn da vorher bauen? Balkonschaften müsste mal. Der wäre auch cool mal zum Versuchen. Und Schalter. Geil, wenn da ein Schalter hinpassen würde. Ey, halt mal, das habe ich schon. Blödsinn. Na gut, muss ich mir noch mal anschauen. Schauen wir mal, was das zu sagen hat. Ja, tun wir das. 16, 16, 16. Das haben wir jetzt schon einige Male gehört, das 16, ja. Wow. Verschlüsselten Koordinaten erreichen. Mal gleich mal versuchen. Ich muss noch schön was machen. Fuck. Toll. Sind noch rausgegangen, als wäre wahrscheinlich irgendwo rumhängen. Auf halber Strecke kein Saft mehr oder so. So. So, wenn ich das dem mit das dem. Die hebe ich mal noch auf. So, was haben wir da jetzt gefunden? Tritium, Zeug, Silber, da ist viel, viel wert. Gold. Kann man jetzt auch weg, ist ja egal. So, jetzt haben wir Kohle. Sind wir die Heroes? Oder auch nicht? Schiffe. Wo kriege ich das Zeug her da? Warte mal, muss ich das vielleicht für Units kaufen? Das schaue ich mir noch schön nach. Guck ich darauf? Schauen wir mal. Schauen wir mal, was wir da kaufen. Was mal mit dem Zeug? Ich meine, okay. Wirkt irgendwie so, wenn das für das Ding geplant wäre. Okay, kann ich. Fliegenfahrzeug.
Fliegen wir zurück oder? Nee. Diesmal nicht. Meine Base muss ich noch umbenennen. Spiel scheint mir aber mittlerweile, gut nach 2-3 Jahren, relativ komplex zu sein. Also Kohle habe ich. Na ja, da. Bin so weit weg. Erinnert mich, da muss ich gar nicht so weit fliegen. Da schauen sie, wo Ärzte gibt. Landen wir mal. Oh, eine Landeplattform. Cool! Strahlung! Hey, da ist ein Typ! Warum kannten der da? Was willst du von mir, komm? Aha. Was ist das? Cool, da kann man die Sprache von den Typen lernen. Hey, der kostet mehr. Damit, dazu muss man so wahr sagen, ja. Was ist, wenn ich das jetzt tausche? Ich habe da einen Terrain-Manipulator oben. Ich bin da auch wieder drauf. Ich probiere es einfach mal. Schaut jetzt wie aus. Das Beaktivieren. Beaktivierung bezieht diesen Bereich vom Extremen. Überladen und bisher eine starke Energieschild aufgebaut. Ja. Blitzwerfer. Allzweckwaffe auf das Multiple mit G zum Formmodus-Wechsel mit links abfallen. Blitzwerfer konfiguriert das Modus so, dass metallische Elemente stark aufgeladen und hochgeschütztes Projektil abgefeuert werden. Das macht Damage! Ein Terra-Manipulator, den bräuchte ich. Kohlenstoff-Nanorohr und dann dies irgendwas. Gut. Jetzt habe ich es nämlich. Oh. Krieg ich da ein Kohlenstoff-Nanorohrchen?
Okay. Ja, jetzt kann ich wieder nichts abbauen. Nur das Ding neu machen. Ja, das soll. Dann mache ich mal dann. Mehr Damage macht es nicht, aber. Man darf höhere Scanner-Reichweiten ja nicht unterschätzen. Vor allem. Das ist ein Spiel, wo sehr viel darauf ankommt. Jawohl, Sauerstoff. So. 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 Wo ist jetzt der Scheiß? Da drin. Das schaut irgendwie aus, als wäre da ein fettes Signal abgestürzt. Ich muss schon ein paar von denen mitnehmen. Der dürfte relativ gut auf Kristalle wirken, das Teil. Special Damage vermacht. Das, da ist es. So, hallo. Protokoll beschädigt, wie sonst auch immer unvollständige Aufträge verfügbar. Das Signal hat mich zum Wrack des Frachters geführt, dessen gewaltige Metallfragmente in der Landschaft verstreut sind. Stammen diese Nachrichten also nur von dem fehlerhaften Schaltkreis einer längst vergessenen Ruine? Finde das Protokoll des Piloten zwischen den Trümmern, es blinkt und wartet auf Eingabe. Sie haben eine seltsame Zahlenabfolge aus. Ich habe das Protokoll des Schiffs anzuzeigen. Dann folgt eine kurze Nachricht. Die Anomalie kommt der Sterne wegen starten. An der Sende danach ist ein Bauplan des Hyperantriebs gehängt. Bauplan nehmen. Extrahiere den Bauplan, aber dieser Hyperantrieb ist ein gewöhnliches Raumschiff und nicht für einen Frachter dieser Größe. Jemand hat den Abschluss hier platziert in der Hoffnung, dass er gefunden wird. Hyperlichtantrieb, der einem Raumschiff Warp-Geschwindigkeit und Sprünge zwischen benachbarten Systemen ermöglicht. Es wird empfohlen, dass der Nutzer über die galaktische Karte auf das Hypersystem zugreift. Okay. Installiere den Hyperantrieb, öffne mit E-Schiffs und installiere ihn, verwende den Technologieplatz. Um Platz für Fracht zu sparen. Okay. Das heißt, eigentlich muss ich jetzt zurück. Was auch besser ist, weil ich kann im Endeffekt jetzt eh gerade nichts machen. Und man kann ich eigentlich da jetzt so ein tragbares Etwas da herbauen. Irgendwo. Metallplatten finden. Warte mal kurz. Alles voll. Ferritstab. Okay, jetzt bin ich gerade ein bisschen daneben. Ah, ich könnte mal in die Richtung marschieren. Mir Ferritstab besorgen. Okay, einiges an Ferritstab ins Aufzug. So. Einmal
Nope. Wollen wir Sauerstoff? Was genau wollte ich eigentlich jetzt gerade mit dem Ding? So, ah, schon wieder. Ich wollte mir für das Multi-Werkzeug den Terrain-Manipulator helfen. Also brauche ich die Kohlenstoff-Nanoröhrchen und das die irgendwas Gel, die Nanoröhrchen. Ich weiß nicht, schon bald nicht mehr. Jetzt ist bald da wirklich viel. Ja, ist das. Die da. Kohlenstoff-Nanoröhrchen waren das ja, gell? Ja, eure Kohlenstoffpflanze. So. Da wirst du deppert. Da wirst du echt blöd. Nanoröhrchen. So. So, Gelzeug brauche ich wieder von den anderen Teilen wahrscheinlich. So, jetzt nochmal kurz aufladen. Ja. Es würde interessieren, ob ich mehr von dir aufstellen kann. Man kann ich, wie man sieht. Ja. Braucht er überhaupt nicht lang? Ich glaube nur, ich weiß, ich brauche da noch Bodenstoff. So. Dann kann ich theoretisch, wenn ich das habe, das Terrain-Manipulieren-Ding nehmen wieder. Ja. War ja nur eins dafür. Ich werde jetzt auch nicht mehr herstellen. Boah, ich soll schon über Pflanzen haben. Jetzt müsste gleich das erste fertig sein. Dann bringe ich das gleich wieder was über. Check ich jetzt nicht. Macht ja nicht weiter, wenn ich nicht daneben, wenn ich nicht dastehe, das wäre blöd.
Können wir aber probieren. Komm mal weg da. 17. Es ist so blöd, dass er nochmal draufdrucken muss. Aber gut. Okay. Sieht gut aus. Aufladen. Gut. Jetzt habe ich da wieder zwei Plätze frei. Dann kann ich das jetzt rausnehmen. So, ich nehme das Ganze drum mit. Scanner, Natron, Sauerstoff. Und da geht's zurück. Tot. Punkt. Kann ich das da hinten schon abbauen mit dem neuen Multi-Werkzeug, was ich da habe? Ich glaube nicht. Da war letztens was zum Untersuchen geworden. Kann ich das schmeißen einfach? Ja, kann ich. Das ist jetzt gerade gar nicht lästig. Nein, überhaupt nicht. Den brauche ich nachher auch nicht mehr. Aber das kann ich mal schreiben. Was ist für ein anderer? Das habe ich gerade hergestellt, den Mist, Alter. Na! Ehrlich gesagt muss ich sagen, wäre schon der eine Planet genug Spielplatz für mich gerade. Ja. Das war jetzt super. Was nach. Da wohnt ja der Typ drin, ja? Der hinten, ja, der Typ. Man kann immer scannen. Jawohl, das reicht mal für das eine andere. Upgrades installieren. Vermutlich jetzt zumindest. Ja, das reicht bei weitem. Bei weitem, mein Freund. Ja, der springt jedes Mal darüber, ich weiß nicht. Ja. Wesentlich für den Filter, den Kern, mit Hilfe des Planeten der Sauerstoff direkt aus der geeigneten Plattform bezogen. Andere Pflanzen können mit Hilfe des Analyses gescannt werden und die Sauerstoffplätze entdeckt. Der ist installiert. Mal zu Nacht. So. Langsam blicke ich mich ein bisschen schon durch. Anscheinend aber noch nicht viel.
weil das hätte ich die ganze Zeit schon. Ich Vollpfosten! Aber das Ding hat mir das ja auch nicht gesagt. Cool aus. Scannen wir mal. Ja, genau deswegen habe ich das gemacht. Es gibt Ding her. Und weit weg. Frachtabwurf, Wissensstand. Fahrensammler. Ja, jetzt werden wir sich mal verzählen. Beziehungsweise. Wo bin ich denn her? Sagen wir mal ein. Jetzt können wir da mal probieren. So. Technologien sind Hyperband und hyperlich informatisches Metall- und Mikroprozessor. Das kann man mal lesen. Gut. Es war klar, dass ich das nicht habe. Weil das steht schon da. Verkauf ihr Handelsterminal, schalte beim Verkauf mit C, die Hexe aus dem Gehirn, die Anleitung ist jetzt verdient. Ehrlich gesagt, glaube ich, wenn ich das verkaufen gehe, habe ich schon genug. Zeig mal, da gehen wir mal graben. Das will ich haben. Weil das ist immer brauchbar für die Upgrades, da muss ich auch mal wieder vorbeischauen bei dem Upgrade-Computer. Da gehen wir noch mal was, ein paar Minuten was verscherbeln. Jetzt haben wir mal Wissenstein, Kupferansammlung, die nehmen wir. Auf dem Wissensstand. Das ist ja cool, weil ich da mit denen mal reden kann, mit den Typen, wer ist das Ganze ja einfacher. Nicht, dass wir die jetzt irgendwie abgegangen werden alle, aber... Ein Wort für ist gelernt. Finde ich cool. Ich finde das Ganze... System eigentlich relativ gut gemacht mit dem Lernen von den Sachen. Fehlt das eigentlich jetzt noch immer? Ja, tut's. Gut. Ah, ich verkaufe. Scheiß, kommst du nicht rein? Geh weg da.
Jetzt komme ich und rette dich. Verkaufen. Uran. Nee. Wagene Datenbanken sind viel wert. Aber wenn die Zahlen da so hoch sind, bin ich mir jetzt schon ziemlich sicher, dass das ziemlich bitter wird, alles dann mit der Zeit. Ich lade ihn mal her. Kohlenstoff. Wasser. Also, kaufen, Mikroprozess. Hab ich verhunzt? Mein Fehler. Hat er jetzt gerade weitergenommen. Mikroprozessor, Mikroprozessor, Mikroprozessor. Mikroprozessor. Echt jetzt? Also ich mach 5. Ach Gott, na, ich sollte das immer vorlesen. Ich klicke da wie ein Trottel in der Gegend aufeinander. Noch einen jetzt gekauft. Brauche ich noch 4. 4. So. Automatisches Metall raffinerieren. Stellt man den wieder auf? Ja, ja, ist schon klar, aber wie stellt man den wieder auf? Warte mal. Wenn ich ihn im Moment da habe, vielleicht geht es dann so. Aha. Ja, geht's. Er hat natürlich da nichts mehr drin, das war klar. Da haben wir mal Kupfer rein. So, ein paar bisschen Sauerstoff. Ja, nicht Sauerstoff, Blödsinn. Kohlenstoff. Jetzt funkt das Teil wieder nicht. Ich werde fast schon überlegen, wenn ich den Nanithaufen jetzt mehr habe, dass ich das irgendwas kaufen gehe. Da ist gerade so viel zu tun. Ich mag das aber eh, wenn ich nichts mehr zu tun hätte, wäre es auch fad. So. Kupfer ansammeln. Zeug da hat man einen Markt, ja, das ist viel war. Und hier wird irgendwie daher finden. Das Ding da ein Symbol. Lande!
Nächstes zählt der Counter da unten ist mit. Theoretisch brauche ich nicht mehr so viel, weil ich eh schon was drin liegen habe. So, was machen wir noch? Dann ist der Part zu Ende. Wir sind ja schon relativ weit gekommen jetzt. Also, der Part war ergiebig. Den Marktplatz da gefunden von dem Typen. Schaut gut aus. Der ist echt interessant. Sehe ich den Typ, finde ich das jetzt anders auch wieder irgendwie. Außer dass ich jetzt weiß, dass das hinter mir ist. Na warte mal, das hat jetzt nicht so funktioniert, wie ich wollte. Das war mein Parkplatz, du Sackelpicker. Ist ja nicht wirklich. Da bin ich gerade auf meinem Parkplatz. Da will ich auf meinem Parkplatz und der parkt sich einfach einmal. So was ist auch im echten Leben schon nervend, aber das war jetzt wirklich sehr dreist. Also. Jetzt sehe ich mit Strom aus. Das warten wir jetzt geschwind ab da. Und dann. Ready! Mit dem Park. Anzug, das nehmen wir auch wieder raus. Können wir da irgendwas machen? Nö. So. Nehmen wir den wieder auf. Nein! Ah, kriege ich also rein. So. Upsala, falsch das Raumschiff. Warum stehen die auch so blöd da? So, installieren wir's. Hyperantrieb installiert. Kommt es da eigentlich gerade, dass ich da das genauso verschieben könnte? Aufgeladen. Ja.
Drohnenkanonen, Raketenwerfer. Na, da kann mein Schiff, glaube ich, da jetzt nicht mehr. So. Gut. Jetzt sagt die Mission. Ja, das ist ein Schiff zurück, oder? Automatischer Diagnosebericht. Hyperantrieb erfolgreich installiert, sehr gut. Treibstoffstatus, das Hyperantrieb ist kein Treibstoff, sehr gut. Mein Hyperantrieb ist fertig, vielleicht finde ich zwischen den Sternen Antworten. Doch ohne Warpzellen fahre ich nirgends hin, ich muss Antimateriequelle finden. Am Planeten scannen. Okay, passt. Das machen wir das nächste Mal, Leute. Danke fürs Zusehen. Es geht voran. Wir kommen weiter. Schaut's wieder rein. Dann seht's, was wir noch alles Tolles finden. Und irgendwann suchen wir sich einen schöneren Planeten. Jetzt machen wir mal die paar Missionen fertig. Bis zum nächsten Mal. Schaut's wieder ein und ciao.